So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sollte es eigentlich eine neue Videoreihe geben. Und zwar sehen wir hinter uns das VW-Werk. Und eigentlich war es geplant, wenn es Corona zugelassen hätte, dass wir dort für mich einen neuen T6.1 Bus selber bauen. Das heißt, wir hatten eigentlich vor, wirklich von der Blechtafel bis zum, was ist so der letzte Schritt? VW-Zeichen draufkleben? Nee. Ja, so Prüfstand und dann halt Qualitätsabnahme, ne? Genau, dann habt ihr ja noch so eine kleine Teststrecke und so. Da eigentlich wollten wir das Schritt für Schritt alles machen und ihr hättet jede Menge Videos bekommen. Praktisch ist es jetzt Winter. Wir hatten das Ganze für den Sommer vor. Es ging seitdem nicht. Ist aktuell einfach im Werk nicht erlaubt. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt improvisieren. So, wir waren trotzdem bei dem Bau dabei. Mhm. Haben uns das Ganze angeguckt, wie der T6.1 gebaut wird. Jetzt fangen wir erstmal an. VW-Werk Hannover Stöcken. Mhm. Da hast du auch angefangen. Da habe ich 2006 mal meine Berufskarriere gestartet. Ja. Also ich habe seit der Ausbildung bin ich im Prinzip hier. 2006 ging das los, genau. Man steht aber in der Ausbildung nicht mit am Band. Nee, es gibt Ausbildungsabschnitte, die das vorsehen. So, ich war halt Kaus Riebau, da war ich zum Beispiel in der Nacharbeit Oberfläche. Mhm. Aber sonst bist du schon in einer ausschließlichen Ausbildungshalle. Damals war es die Halle 32, gibt es jetzt so heute auch nicht mehr. Und dann gibt es halt die Variante, dass du in deiner Ausbildung so ein bisschen alles durchläufst. Also ich war mal im Sonderwagenbau, ich war beim Motorsport, ich war in einem Autohaus und so weiter. Okay. Was wird hier alles gebaut? Aktuell bauen wir, wie du schon richtig sagst, den Bus. Ne? Wir haben schon Zeiten gehabt, da haben wir zum Beispiel den Panamera noch gebaut. Nur aber die Karosserie, der Rest wurde in Leipzig gebaut. Wir haben den Amarok eine Zeit lang gebaut. Und ansonsten, ja, früher, ganz früh, auch mal so Sachen wie Kübel oder so. Aber aktuell sind wir im Prinzip ein reines, also wie der Name schon sagt, Nutzfahrzeugwerk und bauen halt Bulli. Und wir stehen jetzt hier gerade so mehr oder weniger auf dem Parkplatz. Wenn hier Schichtwechsel ist, dann würden wir hier nicht stehen. Wie viele Leute arbeiten hier? Boah, also wir sind, so, ich würde sagen, aktuell um die 15.000. Es variiert immer ein bisschen, ne? Mit Zeitarbeitern zählt man sie mit und so weiter. Aber wenn hier Schichtwechsel ist, dann wechseln natürlich dann nicht 15.000 Menschen. Das ist ja auch viel im indirekten Bereich. Wobei aktuell haben wir ja viel Homeoffice, deswegen ist der Parkplatz relativ leer. Aber dann ist hier schon wirklich bis zur B6 Stillstand. Das heißt, in Topzeiten waren wirklich wie viele Leute? Ich meine, dass in Topzeiten hier fast 30.000 Leute in den 60er, 70er Jahren gearbeitet haben, als es noch weniger automatisiert war. Aber aktuell sind es 15. Ich glaube, hier steht auch die größte Presse Europas, glaube ich. Ja, ja, also wir pressen auch für andere Werke Teile. Und das ist halt Bedingung gewesen, weil der Bus halt ein relativ großes Seitenteil hat, das wir die brauchen und die steht Gott sei Dank hier. Das sieht jetzt auch relativ klein aus. Wir waren ja aber schon drin. Ein Laie verläuft sich sofort. Ja, also so, wenn als Azubi gesagt wurde, fahr mal in Sektor 8, gib da was ab, dann hast du gedacht, okay, ich komme nie wieder. Also wenn du mit dem Fahrrad da so in die Katakomben reingefahren bist. Also ich glaube, wir haben 1,1 oder 1,3 Quadratkilometer, ist hier flächig gesehen. Ja, ich finde es schade, dass wir die Videoreihe nicht eigentlich so durchziehen können, wie wir wollten, weil wir hätten das wirklich lieb gerne von Blechtafel einsetzen, wenn das überhaupt geht, weil es ja relativ automatisiert alles wahrscheinlich ist. Ne? Aber ja, ich hätte gerne was von dem Motor zusammengesteckt, weil so ein paar Sachen gehen da ja auf jeden Fall. Aber immerhin konnten wir dabei sein. Wir konnten uns das Ganze angucken, wir konnten es begleiten. Und ich würde sagen, jetzt kriegt ihr erstmal einen kleinen Zusammenschnitt. Und dann gucken wir uns das Ergebnis mal zusammen.
So, das war jetzt gerade die Produktion vom T6.1 bei euch im Werk. Mhm. Ich finde es immer noch extrem schade, dass wir jetzt mittlerweile ein halbes Jahr später, aktueller Stand ist, der Bus hat übrigens knapp 50.000 Kilometer runter. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir uns gleich das Material zusammen nochmal angucken, weil es ist leider der einzige Weg, wie wir aktuell diese Produktion umsetzen können. Liebend gerne hätten wir das wirklich Schritt für Schritt im Werk gemacht. Gerade jetzt, wo ich das Material mal wieder gesehen habe, ärgert es mich umso mehr, dass wir das nicht machen konnten. Aber es geht halt einfach nicht aktuell. Ja, ich habe ja viele Jahre da gearbeitet und ich weiß, was da so für coole Stationen gewesen wären, die dich auf jeden Fall gereizt hätten. Deswegen. Aber wir können es leider nicht ändern. Ja, ich hätte halt gerne so, ja, vielleicht mal was schweißen, lackieren, auch wenn da viel automatisiert ist. Glaube ich schon, dass wir da jede Menge cooles im Motorenprüfstand sowas hätten. Aber vielleicht kriegen wir das ja in Zukunft nochmal hin. Vielleicht ist es ja nicht der letzte Bus. Fakt ist, den Bus müssen wir euch jetzt erstmal vorstellen. Ihr habt gerade schon cinematisch ein wenig die Produktion gesehen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt das Material zusammen nochmal durch und gucken uns einfach nochmal ein paar Highlights an. Ich bin gespannt, ich habe es lange nicht gesehen. So, wir fangen einfach mal an. Mit V-Bahn. Mit Mini-V-Bahn. Der Motor wurde ja komplett vormontiert dort angeliefert. Genau. Ne? Das heißt, wir sind in die Produktion eingestiegen, da stand der Motor schon auf dieser automatischen fahrenden... Wird dann da eingeschleust, ne? Genau. So, und wurde dann, ich überlege, als wir kamen, war er schon auf der Achse drauf, ne? Ja. Der war schon komplett auf Achse und so weiter und fuhr da schon mit dem Rollwagen ja. hin. Ja. Was auf jeden Fall extrem cool war, diesen Motor halt einfach... Witzig wäre, also wenn du jetzt gleich siehst, wie neu er damals war und weißt, was wir mit dem Bus schon wieder alles gemacht haben. ja. Wirklich? So, krass war dieses Konstrukt mit diesem Bito. Aus dem Kummer, durch den Lader, in den Lader rein. Also er geht wirklich dauerhaft durch den Lader durch. Aber dann hat der erste kein US-Geld oder wie funktioniert das? Ja, doch, muss er ja haben. Nee, der läuft dauer mit. Also doch, hat er schon, ne? Doch, hat er, ja. sogar elektrisches Wastegate. Aber ja. Das Abgasgehäuse sieht so ein bisschen aus wie eigentlich ein Verdichtergehäuse, weil der schiebt wirklich hammerhart die Abgase dauerhaft durch diese Abgasseite durch. Ich finde krass, was da auch an Temperaturen los sein muss. Halt, ne? Genau, gerade in dem Bereich, der ist ja nicht isoliert und gar nichts. Ja. Da ist ja kein Hitzeschutz und gar nichts. Ich bin auch noch drauf. Schockiert, wie riesig der Vierzylinder ist. Weil das ist schon ein witziges Konstrukt so, ne? Ja. Die ist wirklich durch den ersten Lader in den zweiten Lader. Und auf der Ansaugseite hier, da saugen sie am Ende logischerweise durchs gleiche durch. Einmal Wastegate, zweimal Wastegate, das andere sieht man hier unten auch noch. VTG. Das ist VTG und den machen sie einfach die Turbinen komplett auf dann, ne? Und dann läuft er durch. Aber was ich halt witzig finde, ist, der sieht nicht viel größer als der aus. Ja. Aber was ja, ist jetzt 190 PS oder was hat der jetzt? Was ist denn das dann? Sehen beide zu klein aus. Ja, siehste. Da konnten wir noch mal kurz hier unseren Turbolader streicheln. Genau, hier sieht man jetzt halt schön genau, so ist der Motor dann da durchs Werk gefahren. Der gute alte rote Silikonschlauch, ne? Da hätten wir echt mal im Werk so einen orangenen mitnehmen sollen. 45 Grad einschleusen müssen. Und hätten wir schnell einen Alusschlauch draufgesteckt. Ne? Ist das von der Lautstärke ja so okay oder ist das viel zu laut? Nee, passt? Ist okay. Okay. Nicht, dass wir hier am Ende... So, genau. Und so fährt dann der ganze Motor da am Ende durchs Werk. Hier gab es noch ein paar Fotos an unserem Motor. Ist am Ende schon, jetzt wo man den Motor so sieht, ist das schon ein ganz schöner Klumpen, ne? Ich finde es auch krass, was da an Schläuchen und Leitungen, wenn du das schrauben musst im eingebauten Zustand, ist das schon schnittig. Ja. So, um den Laien jetzt nochmal kurz den Motor von unserem Bus zu erklären. Vierzylinder Diesel, 2 Liter Hubraum. Was halt bei der Modellreihe neu ist, der hat obendrauf, seht ihr hier, ein Wasserladeluftkühler. Das heißt nicht ein Luft-Luft-Kühler in der Front, sondern obendrauf ein Kühler, der mit Wasser umströmt ist. Und dieses ganze Wasserkonstrukt, was ihr hier so auf der rechten Seite seht, das war halt das Krasse. Ne? Mhm. Am Ende hier unten die Zusatzwasserpumpe seht ihr da unten rechts, die das Ganze durchströmt. Und es ist ja wirklich eigentlich nur ein Wirrwarr an Schläuchen und allem. Ne? Ja, an dem Motor hätte mich schon noch ein paar Details interessiert, auf jeden Fall, ein Satzgitter, ja. Gerade wie der zerlegt aussieht ja, und so. Ne? Ja. Ja, vielleicht können wir da ja irgendwann nochmal hin und gucken uns das auch nochmal an. So, dann natürlich männliche Drehmomentstrebe hier vorne. Ne? Ja. Die wussten, wie du damit fährst. Hier sieht man das Konstrukt nochmal hinten. Ja, Tatsache. Also Abgasgehäuse und Krümmer, das ist komplett alles frei geblieben, temperaturtechnisch. Ja. Ne? Das muss ja unter Volllast eigentlich, das muss eigentlich glühen. da muss man mal gucken. Hier sieht man jetzt auch nochmal diesen Klotz von Getriebe. Ne? Das Wahnsinn. Das ist ja für mich bis heute immer noch, wenn man sich überlegt, bei kleineren Autos schon, wie diese DSG-Getriebe da teilweise schon Probleme machen. Ne? Hier reden wir vom Auto, knapp 2,5 Tonnen. Ja. Ständig Anhänger hinter, Berg ja, ja. hoch, Berg runter, volles Programm. Und auf dem Anhänger auch nochmal 1,2 bis 1,5 Tonnen. Ja, genau. Und funktioniert einfach. Ne? Ja.
Das ist schon krass. Da sieht man auch hier mal den Ölfilter und den Wärmetauscher, also den Ölkühler für das Getriebeöl. Das ist wahrscheinlich bei so einem DSG-Getriebe auch nicht zu unterschätzen. Nur wenn er drin ist, siehst du nichts mehr. So, und weiter ging's. Ja, nachdem der Motor dann, ich sag jetzt mal, auf der Achse war, fuhr er dann noch ein wenig durchs Werk. Ich glaube, dann hat er irgendwann noch einmal die Ebene gewechselt. Mhm. Ne? Hochzeit war im Hallengeschoss, ne? Ja. Genau, das kommt jetzt als nächstes. Hochzeit heißt in dem Fall allerdings, du meinst jetzt Hochzeit in die Karosse oder erstmal Hochzeit auf den Fahrschemel? Na, Hochzeit in die Karosse. Genau, als erstes kam jetzt ja, dass der Motor auf den Fahrschemel gesetzt wird. Genau, aber das war ja noch im Keller. Das war auch noch im Keller. Ich meine ja. Stimmt. Ich war jetzt ein paar Jahre nicht da. Nee, stimmt. Ja. Das war im Keller und dann ging es eine Etage hoch, wo dann oben in die Karosse reingeht. Genau, ne? Ich meine. So war das, stimmt. Ja. Der Motor kam von unten, das sehen wir gleich noch. Ja. Ja, hier sehen wir nochmal diese fette Kardanwelle. Durch den Durchmesser, ne? Das ist hier halt so schon instabil. Wenn du die als Vollmaschine hast, den Durchmesser noch so, ist die ganze. Da war jetzt die Thematik auch langer Radstand, kurzer Radstand. Genau. Hier sehen wir nochmal unser Diff hinten, weil ich habe hier ein Allrad. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, hier an der Seite dieser elektrische Steller, der da dran ist, das ist, glaube ich, gar nicht die Differentialsperre, ich habe einen mit einer mechanischen Sperre, sondern das ist generell die Formotion-Kupplung mit dem Lamellenpaket und so weiter. Ne? Weil die sitzt ja hinten in den Diff drin. Auspuff ist auch dran. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, wie Topf, viel. An Topf. Unglaublich. Das war halt krass, was in so einem Werk. Ich weiß nicht, als wir da waren, auf welcher Auslastung lief das damals? Boah, aber das kann ich dir nicht sagen. Selbst für, in Anführungsschlichen, das war ja wahrscheinlich eine Auslastung von 20-30% in dem Moment, ne? Wie viele Teile da halt jeden Tag rein und rausgehen, ne? Weil es muss ja wirklich alles erfasst werden, es muss alles passend da sein. Hier seht ihr zum Beispiel, wie das im Werk immer gemacht wird. Das heißt, selbst viele von den Schrauben stehen dann quasi in den Nüssen da drin. Die werden auch hier angetrieben. Das heißt, nach unten ist ganz normal ein Drehmomentschlüssel drin. Und das Ganze wird dann quasi passend direkt verschraubt. Ne? Ja, da gehen schon ein paar LKWs und Züge am Tag rein. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, was meinst du, was los ist, wenn genau die Schraube da fehlt und das Ganze am Ende unterm Auto ist? Oder schief angesetzt wird. Ne? So. Ja, Auspuff wiederum haben sie gut isoliert, ne? Ja. Ist krass eigentlich, ne? Den haben sie komplett, also da muss wirklich durch den Partikelfilter und den Cut muss da so eine Temperatur sein, dass sie das isoliert haben. Da werde ich auf jeden Fall mal gucken, wenn wir das nächste Mal wieder Autobahn geballert sind, ob man von hinten sieht, ob an dem Abgasgehäuse vom Turbolader irgendwas glüht. Aber ich glaube, man kann noch nicht mal reingucken. Mhm. Das ist so verbaut alles. So. Aber ich muss dazu sagen, es ist definitiv für jemanden, der viel unterwegs ist, heißt auch viel Anhänger, viel in Bergen, viel im Schnee. Wenn man mal Schnee hat, wie aktuell, ist es halt mit dem Allrad wirklich ein ganz anderes Auto als ein Frontantriebbus. Ne? Das muss man einfach sagen. Ich finde auch, dass er auf der Autobahn ganz anders fährt. Also da bin ich wirklich jemand, jetzt nach zwei Allradbussen hat es mich definitiv überzeugt. Ja. Ich würde keinen mehr ohne nehmen. Du hattest davor eine ohne, ne? Genau. Unsere braune Karavelle, die ist ja quasi Schalter-Frontantrieb. Und was ich so krass finde, ich würde keinen Bus als Schalter nehmen. Ja, klar. Ist ja auch ein Schalter nervig. Ist halt ganz was anderes. Ja. Liegt aber auch daran, weil, wie ich vorhin schon sagte, dieses Getriebe, dieses Deco 500 in den Bussen einfach so gut funktioniert. Ne? Ja, aber es war schon cool, dass alles im Werk mal so... Auch für mich wieder, das war ein paar Jahre her. Es war wirklich so, bei jeder einzelnen Schraube, die ist, also das Werkzeug ist mit dem PC verbunden. Und es wird quasi von wirklich jeder einzelnen Schraube das Drehmoment abgelegt, dass die korrekt angezogen ist. Ne? Wir hatten früher noch einen Stempel. Zu meiner Zeit habe ich noch gestempelt. Wenn ich zum Beispiel eine Tür festgezogen habe, habe ich es abgestempelt. Aber mittlerweile ist das... Das heißt, da ist dann wirklich eine Liste gewesen? Ist eine Baukarte am Auto, ja. Hängt eine Baukarte am Auto und dann stempelst du ab, Tür links, Tür rechts und so weiter. Krass. Ja, da sieht man mal, wie die Zeit sich so verändert. So, das ist jetzt der fertige Fahrschemel mit allem. Eigentlich alles dran. Auspuff, Achsen, Kardanwelle, Bremse. Und jetzt geht's dann zur Hochzeit. Und hier kam jetzt der Schritt, wo es einmal die Höhe wechselt. Genau. Ja. Karosserie kommt von oben, Fahrschemel von unten. Da kommt sie. War schon witzig. Dann, das war so ein Moment im Werk, weiß ich noch, wo wir die ganze Zeit gerätselt haben, ist sie das jetzt, ist sie das nicht, ist sie das nicht. Weil wir wussten ja, welche Ausstattung wir haben. Aber gefühlt kam dann ständig falsche Farbe, keine Tür,
und so weiter. Ne? Ist und auch was, was mich ein Leben lang fasziniert hat, dass das genau in der Taktung halt passt. Ne? Mhm. Dass nicht auf einmal der falsche Motor in der Karosse steckt und so. Ne? Ja. Das muss ja auch alles so takten. Ja, ja, dass die genau zeitgleich von unten und von oben so kommen. Ja, plus auch alles das Richtige, ne? Dass unten kurz kommt, oben lang. Und Baustelle wäre natürlich mal, stell dir mal vor, dass da ist mal einer falsch und dann bauen sie den ganzen Tag lang weiter. Ne? Und auf einmal hat jedes Auto, was dahinter kommt, einen falschen Motor. Ja. Wobei sie bei dir gerne hätten Benziner zwei Liter Turbo. Ja, wenn es einen gegeben hätte, hätte ich den gerne drin gehabt. Hier sieht man jetzt nochmal den Hitzeschutzer. Ne? Ja, also das ist Ding, krass. Ist schon voll komplett verkleidet. Ja, und da kam... Das ist ja wirklich ein Schritt, wo kein Mitarbeiter irgendwas machen muss. Ja, ne? Das ist krass. Der Motor kommt wirklich langsam komplett von unten. Das ist jetzt auch nicht verlangsamt, sondern der kommt wirklich so langsam da hoch, wird angesetzt und weiter geht's. Amarok schon. War immer noch ein bisschen witziger, weil Amarok hat ja so einen Leiterrahmen drunter. Mhm. Da sah das immer noch lustiger aus. Und schon war Hochzeit vorbei. Was heißt Leiterrahmen? Ja, der hat so ein, also du hast quasi einmal die Kabine und einmal die Ladefläche und das wird beides auf einen Rahmen geschraubt quasi. Ah. Also das Fahrgestell ist okay. Ein eigener Rahmen. So, hier sehe ich schon, hat man gerade unten kurz gesehen, meine Kunststoffkante auf der Stoßstange, die übrigens Gold wert ist, aber da kommen wir später nochmal zu, wenn wir euch das Auto vorstellen. Genau, und selbst hier war sogar selbst die Schrauben von Motor, also wie die komplette Achse und alles an die Karosse geschraubt wird, selbst das ist wirklich voll elektrisch. Ist eigentlich schon witzig, ne? Weil als Beispiel, man selber, selbst wenn du das den ganzen Tag lang machst, musst ja schon genau hingucken, um die Schrauben zu treffen, ne? Und dass die das wirklich voll automatisiert da auf einen Millimeter immer treffen. Aber hier sieht man nochmal, wie die Autos heute so sind, ne? Da ist halt der Motorraum zum Beispiel nicht mehr lackiert, ne? Mhm. Schon lustig. Blank. Haube von innen auch, ne? Das ist halt Gewicht sparen, ne? Ja. Und Kosten sparen. Alles neu. So, hier sieht man jetzt mal, wie das im Werk da so war. Das ist jetzt, wie nennt ihr das, Produktionsstraße? Montagelinie. Montagelinie. Ja. Ich weiß gar nicht, wo waren wir da jetzt? Auf der rechten Seite lief das Auto durch. Genau. Und da wird halt passend immer... Hier siehst du halt die Bereitstellungswagen, ne? Die werden halt von hinten gespeist von der Logistik und vorne nimmt der Mitarbeiter halt das in dem Fall dann raus. Ne? Also kommen Schrauben, Verkleidung, was auch immer halt rein. Auch das natürlich passend zu dem heutigen Produktionsprogramm. Also es ist schon alles faszinierend, wenn man sich da noch nie mit beschäftigt hat, was da so im Hintergrund alles so läuft. Und wenn jetzt hier als Beispiel, ich sag jetzt mal, Schrauben für einen Fahrschirm leer sind, kommen die automatisch von, ich sag jetzt mal, der internen Spedition geliefert oder muss der schon anrufen und sagen, nee, ich brauche wieder 60 Schrauben? Ich kann nur zu der Zeit, so 2010 rum, war ich da selber und das, den Moment gab es nicht, dass die leer sind. Ah. Also da gab es am Band einen, der war nur dafür zuständig, dass halt genug gespeist wird. Ne? Das wären halt so Punkte gewesen, die wir halt liebend gerne mit euch zusammen im Werk mit den Leuten, die da arbeiten, besprochen hätten, aber nächstes Mal. So, weiter geht's. Ja, da waren jetzt Räder drauf, also die fetten 18 Zoll schon drauf und jetzt sieht es schon tatsächlich fast wie ein Auto aus. Ne? Jetzt fehlt natürlich komplett, theoretisch, Karosseriebau, Lackierung und so weiter. Das haben wir in dem Zuge alles im Vorfeld übersprungen und haben eigentlich nur die Hochzeit mitgenommen. Ja. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir das vielleicht irgendwann nochmal... Eigentlich schade, weil gerade Lackierstraße und so ist wirklich imposant, wenn man das nicht kennt. Wäre auch das, was mich am meisten interessiert hätte, wie wirklich aus einer Blechtafel diese riesige Karosse wird. Mhm. Wie die das hinkriegen, dass wenn die einzelnen Blechteile zusammensetzen, das wirklich auf einen Millimeter passt. Wobei Millimeter wird wahrscheinlich schon zu viel sein. Das wird eher auf ein Zehntel Millimeter passen. Ja, in der heutigen Zeit. Weil ein Millimeter Spaltmaß, mehr oder weniger, Toleranzen aufaddiert, wird am Ende schon ganz schön viel. Ne? Das wird besser sein als mein Golf 2 auf jeden Fall. So, das wäre schon, das müssen wir auf jeden Fall auch unbedingt nochmal machen. Also ich denke mal, es wird ja auf jeden Fall nochmal eine Zeit geben, wo wir Corona-frei auf jeden Fall ins Werk können und uns mal frei beschäftigen können. Man sieht auch schon richtig schick aus. Fast fertig, ne? So, das war auf jeden Fall cool. Wir durften direkt im Werk den ersten Alus-Aufkleber auf die Heckklappe kleben. Ich werde es nie vergessen, an dem Tag danach, von wie vielen Leuten ich Fotos bekommen habe aus dem Werk. Hier steht ein Bus mit Malusaufkleber rum, obwohl da wahrscheinlich 2000 Busse rumstehen, so ungefähr. Ne? Es ist auf jeden Fall... waren sich viele Leute sicher, dass der Aufkleber auch nochmal wieder entfernt wird, weil irgendein, jemand, Inspektion oder so, der das Auto abnimmt, den dann entfernt wird, aber da hat auf jeden Fall den Abend oft mal ein Telefon geklingelt. Weil im Normalfall, wenn jetzt irgendeiner einen Aufkleber draufklebt, wäre denen das spätestens in der Endabnahme aufgefallen. Ja, kann ja auch einer Mist draufkleben. Ne? Ja. Schön gerade aufhören. Klebt übrigens auch bis heute drauf, der Aufkleber. Hat das eigentlich ausgemessen? Wie groß ist denn die? Das ist nur noch Auge. Nee, das Aufkleben meine ich. Nee, einfach nur Auge. Einfach drauf da. Einfach drauf. Wie witzig
ja, wäre was gleich ist, wenn wir auf Dresden auch noch einkriegen. Ja, das wäre geil gewesen, schön erstmal die ganze Straße runter, die auch wieder zu flanken. Ja, da ist er, der Aufkleber. Ich weiß noch, wie wir vorstanden und uns überlegt haben, wo wir einen hinkleben. Mhm. Aber die Stelle war bis heute gut. Genau, verschiedene Größen mitgehabt, saß auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da besprochen haben. Da haben wir uns gewundert, was da links, rechts für Motoren hängen. Das war dann im Nachhinein deine elektrische Schiebetür. Mhm. Und ja, wir haben da so über Heizung für hinten und Zuheizer und so gesprochen. Ach so, die sitzt hinten links, rechts in Seitenteilen, sitzt der Motor für elektrische Tür. Ne? Mhm. Das war ein ganz schönes Das ganz war schönes früher, glaube ich, noch ein Zahnriemen, jetzt haben sie das mal geändert. Ne? Und plus die elektrische Heckklappe ist auch faszinierend, weil es ja wirklich ein Riesenteil ist. Ja, ja. Was da bewegt werden muss. Ne? Genau, und diese komplette Bewegung von der elektrischen Heckklappe ist ja nur in den... Elektrischer Dämpfer im Prinzip. Genau, ne? das ist schon krass. Ich glaube, so andere Hersteller haben das teilweise im Dach liegen, aber VW hat das wirklich halt statt dem Dämpfer gemacht. Das ist schon Wahnsinn, dass das so funktioniert. Krass ist auch noch, wie... Ja, da war der von innen noch richtig nackt. Ne? Mhm. Die ganze Montage ging dann erst später weiter. Aber es geht dann wirklich schnell. Also dein Auto wird 3-4 Stunden später dann schon Scheiben und Verkleidung, und so, wobei nicht mal. Da kommt halt die ganze Front... Hat man gerade gesehen, kommt wirklich außen Paternoster, kommt wieder die komplette Front. War auch wieder so ein Moment, hoffentlich hat das Xenon, nicht dass Xenon fehlte. Und dann wird das da komplett einfach angesteckt. Werden solche Teile, weißt du noch, ob die zugeliefert werden? Da wollte ich gerade drauf eingehen, da bin ich mir leider nicht mehr ganz sicher. Ich bin aber der Meinung, dass das Front entkommt. Es kann sein, dass das Teil montiert wird, aber ich glaube, da sind ziemlich viele Teile von extern. Also klar, Schlossträger und so sowieso, der wird nicht im Werk Hannover gegossen, ne? Ja, aber ich glaube, es kommt sogar schon ziemlich weit vormontiert. Weil da könnte ich mir vorstellen, ist es halt auch wieder kompliziert. Jeder eine andere Ausstattung. Mhm. Das heißt, ob hier mit den ganzen Zusatzfunktionen, genau, mit den ganzen Assistenten, LED mit Xenon, ohne, wobei, stimmt, Xenon, mit LED in dem Fall jetzt, da sind ja schon ein paar Ausstattungsmerkmale, ne? Ja, aber dann damit sieht es zack aus wie ein normales Auto, ne? Fast. Ah, siehst du, LED-Test geht. Ist auch schick, finde ich, sieht gut aus. Genau, das ist jetzt so eine Baukarte in dem Fall. In der Montage war die jetzt da schon fertig gedruckt. Da steht halt drauf, das sind Kürzel, kann ich dir jetzt leider nicht viele von sagen, aber da steht zum Beispiel deine Farbe drauf, deine PR-Ausstattung, also was hat da für Sonderausstattung, Navi, Multifunktionslenkrad, sowas steht da meines Wissens drauf. Bei mir im Rohbau war die aber simpler, da war es wirklich nach Bauteilen sortiert und dann hast du da halt damals abgestempelt. Okay, also jemand, der da jeden Tag steht, kann zur Sicherheit immer nochmal gucken. Der liest jetzt da unten 8M8C, heißt, dass er Voll-LED hat. Kann dir sofort sagen, welche Sitze und so weiter. Okay. Ah ja, und jetzt letzter Schritt war für uns an dem Tage, wir haben das VW-Zeichen selber drauf geklebt. Das kommt einfach nur in so eine, ich sag jetzt mal, so eine Schale rein. Dann hat man genau Kanten, wo man es ansetzt und drückt nur noch drauf. Also man konnte eigentlich nichts falsch machen. Ne? Gut so gelacht und drunter gefallen. Ja, oder verkehrt rum, wenn es verkehrt rum drauf gewesen wäre. Oder Boiler reingedrückt. Ja. Zack. Guck, fast fertig. Da steht er. Da hängt er. Schon witzig. Jetzt wobei, viel tiefer wird er nicht, wenn sie ihn runterlassen. Nee, nee. Ist Baumhaus hoch, das Ding. Das war's. Ja, schade, da fehlt noch einiges, ne? So, ja. Und das war für uns, war, da hatten wir an dem Tag unser Ziel erreicht. Es hat ja auch nicht lange gedauert. Ich sag mal, einen Tag später war das Auto schon fertig. Ja. Dann hat es ein bisschen gedauert, das hatte ich unterschätzt, bis dann tatsächlich die Papiere für das Auto da waren. Mhm. Weil da müssen erst Papiere erstellt werden, Zulassung und so weiter. Und erst dann ging es los. Ja, aber trotzdem mega, mega cool. Vielen Dank an VW, dass wir das überhaupt machen konnten, durften, dabei sein konnten. War auf jeden Fall schon mal eine Erfahrung. So viel zum Thema Produktion. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Mittlerweile hat das Fahrzeug einige Zehntausende Kilometer drauf. Halbes Jahr später. Das heißt, die neue Bremse, die wir gerade gesehen haben, die ist schon... Genau, die neue Bremse ist tatsächlich schon fast runter. Aber ich würde sagen, da steigen wir im nächsten Video zu ein und dann stellen wir euch das Auto einfach mal vor. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.